Hallo, ich möchte euch heute das schöne Tuch zeigen, das Melanie Ulm auf ihrer Strickmaschine mit der Yersox gestrickt hat. Die Yersox Farbe Nummer 6, den Juni, und Farbe Nummer 1, den Januar. Und ich umhäkle jetzt die Kante mit Sternchenmaschen, damit diese sich eben nicht einrollt. Das Ganze geht recht einfach. Sternchenmaschen kennt ihr vielleicht, man sticht immer, holt die erste Schlinge stets unter der Luftmasche hervor, die man arbeitet für jede Sternchenmasche. Dann sticht man einmal in die Masche ein, in die man für die vorige Masche bereits eingestochen hat, und dann noch jeweils eine Schlinge aus den folgenden beiden Reihen, bis man 5 Schlingen auf der Nadel hat. Und dann schlingt man alles zusammen ab, häkelt wieder eine Luftmasche, sticht wieder unter der Schlinge ein. Für die oder unter der Luftmasche für die zweite Schlinge. Und jetzt mache ich es so, dass ich abwechselnd, jetzt steche ich nicht in die gleiche Stelle ein, sondern hole die erste Schlinge aus der folgenden Einstichstelle und die nächsten zwei auch aus der jeweils folgenden Einstichstelle und schlinge die Maschen zusammen ab, häkle wieder eine Luftmasche. Steche dann wieder unter der Luftmasche ein und jetzt steche ich wieder in die gleiche Einstichstelle ab ein und in die zwei folgenden Reihen. Und so wechsle ich also hier an der Schräge immer ab. Mal steche ich gleich hole ich die dritte Schlinge aus der gleichen Einstichstelle. Und jedes zweite Mal gehe ich hier schon gleich in die nächste Reihe. Ich bin jetzt hier gerade an einer Schrägung vom Tuch. An der geraden Seite habe ich gar nicht abgewechselt. Bin ich jedes Mal gleich in die nächste Masche gegangen. Also gar nie so wie jetzt hier in die gleiche Einstichstelle. Sondern jedes Mal gleich in die nächste Reihe eingestochen. Aber an der Schrägung, da braucht man ja ein bisschen mehr Platz für die Bordüre, also ist eine längere Strecke. Deshalb wechsle ich eben hier ab und steche mal abwechselnd mit der Sternchenmasche für die dritte Schlinge in die gleiche Einstichstelle wieder vorab und beim zweiten Mal dann eben wieder bereits in die nächste Masche. Und so könnt ihr eben Tücher, die ihr im Jacquard gestrickt habt, mit Spannfäden hinten oder auch andere glatt rechts gestrickte Teile, könnt ihr so umhäkeln, um das Einrollen zu verhindern oder die Kanten zu verschönern. Und ich werde es noch ein bisschen ausdämpfen. Solltet sich eure Sachen noch weiter einrollen, könnt ihr hier einfach nochmal eine weitere Runde mit den Sternchenmaschen aufhäkeln, bis sich das Einrollen eben gibt. Das war's schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.